Hallo, ich bin Tobias und das ist ein kleines Kurzprogramm gegen Verspannungsschmerzen im Rückenbereich. Die kommen in der Regel daher, dass wir uns über längere Zeit in einseitigen Haltungen wiederfinden und uns wenig bewegen oder wenig ausgleichende Bewegungen machen. Und das jetzt ist ein kleines Kurzprogramm, wie wir dem gesamten Rücken ein bisschen mehr Beweglichkeit und Lebendigkeit schenken und wir versuchen dabei, die Verspannungen zu lösen und beginnen in der Rückenlage. Und wenn du hier ankommst, dann stell einfach die Füße auf und bring die Aufmerksamkeit zum Becken und roll dein Becken ein, sodass dein Beckenkamm Richtung Bauchnabel sich annähert und der untere Rücken sich an den Boden anschmiegt. Und das ist schon so eine erste kleine Dehnungssequenz für den unteren Rücken. Und jetzt kippst du dein Becken nach vorn aus, sodass der untere Rücken sich wölbt. Mach das ein paar Mal. Du kannst auch gleich die Bauchmuskulatur integrieren und wenn du dein Becken einrollst, den unteren Rücken an den Boden anschmiegst, dann auch den Bauchnabel etwas nach innen saugen und die Bauchdecke lösen, wenn das Becken nach vorn kippt. Und das erweitern wir, wenn du das nächste Mal dein Becken einrollst, dann hebst du es ein ganz kleines Stück vom Boden ab, sodass es gerade so die Unterlage verlässt, setzt dann dein Becken wieder zurück und kippst es nach vorn. Ein Hohlkreuz und wieder neu. Das Becken einrollen und ein bisschen höher heben, als es eben der Fall war, und zurückkommen. Absetzen und nach vorn kippen. Und so kannst du dich jetzt durch den Rücken hindurch arbeiten und relativ gut spüren, wo eine Anspannung ist. Und das annehmen und wenn das so eine kleine Struktur ist, dann vielleicht da mal drüber rollen oder darüber oder an der Seite vorbeirollen. Und wenn du eine Variation magst, dann kannst du Folgendes probieren, wenn du mit dem Becken jetzt oben bist, du die rechte Seite des Beckens senken und über den rechten Teil des Rückens, also über die Rückenmuskulatur direkt neben der Wirbelsäule auf der rechten Seite abrollen, wieder hochkommen und oben das Becken nach links kippen, die linke Rückenmuskulatur abrollen und wieder hochkommen. Oder du machst das in einer Art schlängelnden Bewegung. Schlängelst den Rücken nach unten, mal rechts und links und ziehst dein Gesäß Richtung Fersen, damit er schön lang wird, der Rücken, und schlängelst dich ein paar Mal wieder hoch. Das ist eine fantastische Übung, um dem gesamten Rücken so ein schönes, lebendiges und eher angenehmes Gefühl zurückzuschenken. Wenn du ein bisschen Kraft im Rücken brauchst, dann kannst du ein paar Atemzüge hier in dieser Schulterbrücke verweilen, das Gesäß Richtung Fersen ziehen. Die Füße an den Boden drücken, das Becken heben, tief durchatmen, vielleicht noch die Finger verschränken, wenn du magst. Dann spürst du schon relativ schnell, wie die Rückenmuskulatur arbeitet. Und wenn es dir reicht, dann kommst du zurück, rollst dich wieder ab, ziehst die Knie zu dir heran zum Oberkörper. Ist der gesamte Rücken in einer sehr schönen Länge und dann kannst du ein bisschen in die Bewegung gehen, zur Seite schwingen, den Rücken etwas massieren. Genau der, wo er das jetzt braucht. Gut, und eine andere Sequenz zeige ich dir auch noch im Vierfüßler. Und das ist, finde ich, gerade dann schön, wenn du beispielsweise das Gefühl hast, dass so, ja, vielleicht am Morgen, also ein bisschen Bewegung und Lebendigkeit dem Rücken schenken möchtest, dass er so schön leicht in den Tag dich begleitet. Dann nutzt du den Vierfüßler und machst das ganz eigene Bewegung. Das kann mit dem Becken begonnen sein, also mit dem Becken kreisen. Du kannst aber auch wirklich so mit Genuss dich durch den Rücken hindurch arbeiten. Und die Bewegung genau dorthin bringen, wo das für dich jetzt am wertvollsten ist. Das kann im unteren Rücken sein oder ein bisschen mehr im oberen Rücken oder Richtung Schulterstruktur. Also wirklich ganz für dich in den Körper hineinlauschen, Bewegungen entstehen lassen, wo sie jetzt gut und angebracht sind. Und dann eine Idee noch im Kind. Da lohnt es sich, mit den Knien etwas nach außen zu kommen und Abstand zu schaffen, sodass du da ganz gemütlich zwischen den Knien nach unten sinken kannst. Ich wandere jetzt mit den Händen nach links, gehe also in eine Seitbeuge nach links. Den die gesamte rechte Struktur meines Rückens
und meiner rechten Flanke. Atme hier tief. Und wenn es dir genug ist, dann kommst du zurück. Krabbelst mal nach links. Das T-Shirt rutschen. Oh, dehnst die linke Seite des Körpers, die linke Flanke. Manchmal gibt es so einen kleinen Zug im unteren Rücken. Das ist wunderbar, denn das entspannt ihn jetzt. Und dann kommst du auch wieder zurück, wenn es dir gut ist. Räkelst dich nochmal ganz für dich selbst durch. Und ja, dann war es das schon an ein paar kleinen Inputs, wie du den Rücken mobilisieren kannst. Ich wünsche dir viel Freude an diesem Tag und danke dir fürs Zusehen. Namaste.